Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends, Watch Dogs. Wir sind jetzt hier an ZQS Netzwerk. Ich habe mich jetzt nach dem Stand vom letzten Male. So, jetzt haben wir einen Blackout gerade verursacht, wahrscheinlich. Moment. Nach dem Nanu? Achso, das ist eine defekte Leitung. Nach dem Stand vom letzten Mal hatten wir uns ja aus dem Gefängnis befreit und sind dann geflohen und wollen jetzt das ZQS-Netzwerk ausschalten oder wir uns reinhacken. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin, ohne zu sterben? Such deine Spur los. Damit hat er natürlich nicht gerechnet, jetzt, dass wir hier rausspringen. Sie betreten ein Sperrgebiet. So, dann schauen wir noch mal. Wo wir uns hier befinden. Oh oh. Verdammt, das gibt Stress. Seht euch um. Aufpassen. Ah, okay, die hätten wir hacken müssen. Also immer noch der Kasten. Ah. Wir haben hier für Stromausfall gesorgt. Wir haben die Codes. Moment. Und wir haben gerade ziemlich viele Leute ausgeschaltet. Ich mach das mal rabiat mit der AK, falls uns jetzt jemand begegnen sollten. Aber ich glaube, wir haben alle komplett ausgeschalten. Hier ist keiner mehr. Wir haben 10.000 Gold, das ist krass. Okay. Geld, Gold. Lol. So, aber wollen wir mal schauen hier. Wo geht's denn los? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir da lang. Da lang und klack. Erstes gelöst. Ah, das war's schon. Und wir haben das ZQS entriegelt. Bezugs freigeschalten. Ich glaube, wir geben uns das mal hier raus. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine.
Auf eine Yacht müssen wir, okay. Theoretisch sollten wir jetzt auch Schnellreisen freigeschaltet haben. Die Yacht liegt hier drüben. Eine Schnellreise in irgendein Versteck. Kein Versteck in der Nähe. Ein Gangversteck. Wegpunkt setzen. Okay. Gucken wir mal aus, was das ist. Es gibt irgendwie viele Punkte. Was wäre unauffälliger als ein C2S-Wagen? Um aus einem C2S-Versteck zu entkommen. Ups. Ich dachte, er fährt ein bisschen schneller. Whoops. So. Dann wollen wir nochmal schauen, was das hier sein soll. Ein Gangversteck. Na holla. So viele Arschlöcher streiten sich um die Abfälle, dass ehrliche Leute einfach keine Chance mehr haben. Da muss mal jemand ein Zeichen setzen. Darf ich da jetzt rein? Nö. Ich muss woanders hin. So. Wir müssen also eine Gang ausschalten jetzt. Endlich mal was mit Waffengewalt, was, wo ich Waffengewalt auch richtig anwenden darf. Okay. Okay, der ist tot. Wow, das habe ich jetzt... Ah, ist das gebomben? Lol. Das war ich nicht so geplant. Dass es Bomben gibt, wusste ich nicht. Okay, holen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, dass er jetzt keine Aufmerksamkeit erregt. Okay, ich bin etwas fahrlässig. Das läuft doch nicht. Schick ein paar Jungs raus. Gut. Oh, da war schon wieder eine Bombe. Nein, wie kann man so blöde sein? Vor allem, ich verraffe dieses Geräusch auch jedes Mal. Okay. Nein, ist er nicht.
Gut, der wäre erledigt. Blieben noch zwei in der Lagerhalle. Ach so. Okay. Ja. Wenigstens wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Profil der Ziel... Ich soll mir nur ein Profil der Zielperson anlegen. Moment mal. Das ist alles. Ich soll mein beklopptes... Profil meiner Zielperson anlegen. Guten Nacht. So. Niederschlagen, aber hier gibt es ja noch ein paar Leute, die hier drinnen stehen. Skillpunkte erhalten. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Wir haben noch die Zielperson, die geht gerade nach unten. Und wir haben den Typen da hinten. Jetzt ist es vielleicht mal Zeit für den Köder. Er hat einen von unseren Jungs erledigt. Den. Pass auf, Mann! Hier ist es! Ich gehe weiter! Wir packen das nicht! Holt ihn euch! Hier geht alles vor die Hunde! Heilige Scheiße, fuck! Okay. Mach es nicht schwerer als es sein muss. Was da kriegt, Alter? Schießt auf uns! Aufteilen!
Es tut mir leid, aber ihr seid alles Gangster und Gangster müssen eliminiert werden. Na komm, du stellst dich an wie ein Mädchen. Ich geh mal gucken. Verdammt, wo ist er hin? Wir müssen ihn finden. Augen auf, findet ihn. So. So, dann öffnen wir das Fortschrittsrad und schauen mal, was wir jetzt machen können. Hier haben wir noch irgendwas. Ja, das geht alles nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt mal sein. So. Und dann geht's jetzt auf zum CDOS. Nachdem wir die Sache hier geklärt haben. Nee, nicht zum CDOS, zu dem Typen, der unsere Familie bedroht. Noch ein fixer Auftrag machen wir jetzt erstmal nicht. Es geht los, ich werde es jetzt tun. Gibt es keinen anderen Weg? Ich werde mich danach mehr respektieren, das wird für uns beide besser. Sei vorsichtig, ich liebe dich. Potenzieller Tater wird damit tötet.